Scheinwerferausbau bei der Baureihe 204. Für den Ausbau des Scheinwerfers der Baureihe 204 muss als erstes der Kühlergrill weichen. Mit einem Plastikkeil klipsen Sie den Grill am unteren Rand einfach aus. Dann müssen die seitlichen Stifte aus ihren Halterungen gedrückt werden. Jetzt hängt der Grill nur noch an zwei Widerhaken in der Mitte. Den Grill mit einem Schraubenzieher vorsichtig lösen und schon lässt er sich abnehmen. Nun muss die Kunststoffverkleidung oberhalb des Scheinwerfers abgenommen werden. Die Verkleidung ist mit zwei Spreiznieten befestigt. Der eigentliche Scheinwerfer ist mit mehreren Schrauben gesichert. Die erste befindet sich an der Seite des Scheinwerfers, die am Kühlergrill anliegt. Fahren Sie dann das Fahrzeug etwas nach oben, damit man das Vorderrad drehen kann. So lässt es sich leichter im Radkasten arbeiten. Im Radkasten lösen Sie zuerst die Verkleidung. Sie ist mit mehreren Spreiznieten befestigt. Dann kann die Radkastenverkleidung zur Seite gedrückt werden, um an fünf weitere Schrauben heranzukommen. Zwei Schrauben halten die Fugen zwischen Stoßfänger und Kotflügel zusammen. Die müssen als erstes raus. Dann kann der Stoßfänger etwas gelöst werden. Achtung! Das Bauteil ist zusätzlich an einer runden Kunststoffführung fixiert. Jetzt ist Platz, um an die anderen drei Schrauben zu gelangen. Eine sitzt hinter dem Nebelscheinwerfer und verbindet den Stoßfänger mit der Karosserie. Bevor die letzten beiden Schrauben gelöst werden, sollte die Scheinwerferreinigungsanlage abmontiert werden. Dazu lösen Sie die kleine Schraube in der Halterung unterhalb des Scheinwerfers und drücken die Anlage dann nach hinten heraus. Lösen Sie von unten die Schraube, die die Oberkante des Scheinwerfers fixiert, und dann die Einstellschraube hinter dem Scheinwerfer. Eine letzte Schraube an der Kante zum Kühlergrill müssen Sie jetzt noch lösen, damit man bequem hinter den Stoßfänger greifen kann. Stecken Sie am besten einen Gummihammer oder ähnliches zwischen Karosserie und Stoßfänger. Jetzt ist genügend Platz, um den Scheinwerfer herauszunehmen. Nun kann der Wagen wieder abgelassen werden. Nehmen Sie den Scheinwerfer vorsichtig heraus und lösen Sie dabei das Scheinwerferkabel. Der Kabelstecker hat eine Nase, die zum Lösen eingedrückt werden kann. Der komplette Scheinwerfer ist jetzt frei und lässt sich ohne Probleme herausnehmen.